Hallo, hier ist Markus Rapp am 31. Dezember 2019 mit Episode 11, was wirklich eine Vorbereitung ist für ein siegreiches neues Jahr. Lass das alte, negative, hinderliche gehen. Nimm es nicht mit in das neue Jahr. Lass es nicht dich hindern im Jahr 2020. Manchmal müssen wir alten Dingen, negativen Dingen ein Auf Wiedersehen küssen. Diese Inspiration kommt durch Joel Osteen, etwas, was ich von ihm gehört habe jetzt die letzten Tage. Und dieses Wort sagt, bringe nicht Bitterkeit, Unvergebenheit, alte negative Gewohnheiten, alte schlechte Denkweisen, negative Reden in das neue Jahr. Verabschiede dich heute und auch so schnell du kannst davon, leg es am Kreuz Christi ab. Manchmal haben Menschen dich enttäuscht, Umstände oder du hast Fehler gemacht, du hast Rückschläge erlitten. Sage diesen Dingen auf Wiedersehen, denn Gott hat bessere neue Dinge für dein Leben. Du kannst nur in das Neue hineingehen, wenn du das Alte loslässt. In Jesaja 43 sagt der Herr, so spricht der Herr, der einen Weg für dich gibt durch das Meer und einen Pfad durch Wasser. Denke nicht an das Frühere, auf das Vergangene achte nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, erkennst du es noch nicht? Ja, ich lege einen Weg durch die Wüste, Ströme durch die Einöde. Gott hat neue, gute Pläne, Wege durch unmögliche Territorien. Und dafür musst du das Alte loslassen, damit Gott dir Neues offenbaren und anvertrauen kann. Ich habe ein Bild aufgemalt, darüber werde ich eine extra Episode geben. Der Heilige Geist ist dein Lehrer, dein Hirte, dein Führer durch unbekanntes Gebiet. Alles, was wir im Leben tun, ist unbekanntes Gebiet. Aber dafür hat Jesus Christus an Pfingsten den Heiligen Geist ausgegossen. Der Heilige Geist lebt in dir und mir, wenn du Jesus als deinen Herrn und der Retter angenommen hast. Hier bist du mit einem Lächeln und das ist der Weg, den der Heilige Geist dich Tag für Tag führen will. Darum sagt der Heilige Geist, komm und folge mir nach. Der Heilige Geist will dein guter Hirte sein. Und diese roten Dinge sind Fallen. Es sind Gefahren. Es sind unnütze Dinge, Fehler, Irrwege, falsche Dinge, Verluste. Und Jesus wurde auch immer wieder gestoppt vom Heiligen Geist, nicht an bestimmte Orte zu gehen, weil der Geist Gottes sah, dass dort Gefahren sind, sogar Todesgefahren. Und in den 3,5 Jahren, wo Jesus diente, war er immer von Gefahren und Feinden umgeben. Und selbst Herodes wollte ihn töten. Und Jesus sagt, ich muss 1, 2, 3 Tage wirken und am 3. Tag, das war das 3. Jahr, da wirst du mich ausgeliefert bekommen. Dann werde ich sterben und am Kreuz sterben. Aber Jesus umging alle Irrwege. Er sagte, der Sohn und Söhne und Töchter Gottes sehen das Licht und sie gehen am Tage im Licht und umgehen diese Hindernisse. Und wir haben viele Hindernisse, viele falsche Dinge, aber der Heilige Geist führt dich Schritt für Schritt zum Ziel Gottes für dein Leben. Manchmal denkst du, ich gehe rückwärts, aber all das sind Vorbereitungen im Plan Gottes für dich. Ich werde eine extra Episode hierüber lehren, über die Abhängigkeit zum Heiligen Geist. Ich bereite jetzt auch ein Fernsehstudio oben vor im neuen Jahr. Abonniere meinen YouTube-Kanal. Ich werde im neuen Jahr auf eine ganz neue Ebene mit diesem YouTube-Kanal gehen. Der Heilige Geist hat mir auch gesagt, ich muss die Dinge umsetzen, die er mir schon letztes Jahr gezeigt hat. Weißt du, dass wir manchmal Monate, manchmal sogar Jahre brauchen, bis wir das tun, was der Heilige Geist gesagt hat. Höre und gehorche dem Heiligen Geist 2020, 21 bis 30, bis der Herr wiederkommt. Das ist der Weg des Wachstums, Fortschritte zu machen. Wir müssen dem Heiligen Geist gehorchen. Wann? Sofort, so schnell wie möglich. Amen. Also,
Verabschiede dich von negativen Denkweisen, von Furcht, von Sorge. Gott sagt, er hat uns einen Geist gegeben, einen gesunden Verstand, nicht der Furcht, sondern des gesunden Denkens und der Kühnheit, die richtigen Dinge zu erkennen und zu tun. Vertraue auch Gott mit Fehlern, mit Rückschlägen, genauso mit Erfolgen und Durchbrüchen. Manchmal machst du Fehler, vertraue Gott. Er wusste das alles, dass du Fehler gemacht hast. Er kennt deine Fehler, deine Schwächen, meine Fehler und Schwächen. Juble darüber, weil Gott liebt dich so sehr, er hat einen siegreichen Weg für dich geplant. Wenn der Herr dir gesagt hat, gründe eine Bibelschule, geh selbst in eine Bibelschule, tue das. Wir haben die ISCD Bibelschule. Gründe Bibelschulen mit uns in deinem Bundesland, in deiner Stadt, unter anderen Sprachgruppen. Wir geben 10% der Einnahmen. Das ist nur eine der vielen Dinge. Gott hat Ideen, wie du viel Frucht bringen kannst. Und er hat auch Quellen der Versorgung für dich. Wenn du mehr Einkommen brauchst, mehr Quellen, ich werde darüber auch Videos lehren, dann folge dem Heiligen Geist nach. Er ist der Geist, der dich in Überfluss führt. Der Herr ist dein Hirte, dir soll nichts mangeln. Amen. Vertraue dem Herrn, er wird dir Türen öffnen, die niemand schließen kann. Und er wird Wege bereiten, wo vorher kein Weg war. Paulus sagt dasselbe in Philipper 3. Er sagt, eins aber tue ich in Philipper 3, 11 bis 12. Ich vergesse, was hinter mir ist und jage dem nach, was vor mir ist. Ich strecke mich aus nach dem Ziel, nach der Vision, nach der Berufung Gottes und jage dem Kampfpreis nach der Berufung Gottes nach oben. Der Heilige Geist will dich 2020 nur vorwärts führen, aufwärts führen zu mehr Frucht, mehr Siege, mehr Durchbrüche, mehr Einfluss. Er will dich zu einem Segen machen für viele, viele Menschen. Glaubst du das? Ich glaube das. Gott glaubt das. Du musst das auch glauben. Sprich im neuen Jahr nur noch Gottes Verheißung, nur noch die guten Gedanken, die Gott über dich denkt. Lege alles Alte ab, nimm es nicht in das Neue hinein. Gott sagt, vergiss das Vergangene. Ich wirke Neues in deinem Leben und durch dein Leben. Ich werde Türen öffnen, die niemand mehr schließen kann. Ich werde dich zu einem Baum des Lebens machen, wie Offenbarung 22 sagt, der 365 Tage im Jahr Frucht bringt. Amen. Gott will dich fruchtbar machen mit Früchten, die zur Heilung für Menschen sind, für deine Stadt, für deine Region, für Nationen. Ich will noch einmal für dich und auch für mich beten. Heiliger Geist, sei mein Führer in alles Gute, in alle Verheißungen, in die Früchte der Buße, in die Früchte des Reiches Gottes, die du für mich vorbereitet hast. Heiliger Geist, rede zu mir jeden Tag, zeige mir die guten vorbereiteten Wege und Werke und Pläne Gottes und ich will hören und gehorchen, was du mir sagst. Gott segne dich mit dem besten Jahr 2020, das du je erlebt hast. Der Heilige Geist ist dein Führer und er wird dich super erfolgreich und super siegreich machen. Du bist mehr als ein Überwinder durch Jesus Christus, der dich geliebt hat. Und du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott segne dich reichlich. Amen.